grüß dich Heinrich. Hallo Markus. Wir sind mal wieder in Stammheim. Ja. Eine Woche nach der Urteilsverkündigung am Amtsgericht möchtest du jetzt hier deine Haft antreten? Ja, ich bin ja nicht zu einer Haft verurteilt worden, sondern zu einer recht hohen Geldstrafe, die man dann auch in Haft absitzen könnte. Ein gar nicht so uninteressanter Gedanke, denn keinen Cent für diese Staatssimulation, die hier so verbrecherisch auftritt und grundlegendste Rechte mit Füßen tritt und dazu auch noch ein Personal hat, das befördert, seitens der Staatsanwaltschaft, aber auch seitens der Gerichtsbarkeit. Aber wie der Richter Fahrle ja schon im Jahr 2008 in der Süddeutschen Zeitung geschrieben hat in einem Leserbrief, die Gerichtsbarkeit ist eben auch nicht mehr das, was sie mal war oder was sie eigentlich sein sollte. Also insofern, Gedanke ist durchaus nachvollziehbar, aber jetzt werden wir erstmal in die Berufung gehen und schauen, was das weitere Verfahren denn so bringt. Und was hat die Woche noch so ergeben? Nein, die Woche ist geprägt gewesen von Überlegungen, was macht man denn jetzt? Also ich habe zwar mit einem solchen Urteil auch gerechnet, aber es ist dann doch eine Hausnummer und diese Art Bedrohung ist bedrückend, vor allen Dingen vor dem Hintergrund dessen, dass ich ja mit jetzt 62 Jahren aus einer Lebensform herauskomme, in der die freie Meinung eigentlich zum Standard gehörte, in dem man auch kontrovers diskutieren konnte. Und jetzt muss ich feststellen, dass dieses Kontroverse in Auflösung begriffen ist und eine Meinungsdiktatur zunehmend um sich greift und sich dann auch der Mittel der Judikative bedient, die Exekutive ja ohnehin. Und das ist schon wirklich bedrückend. Also mit welcher Dreistigkeit Staatsanwaltschaft und Gericht hier vorgegangen ist, mit welcher Chuzpe, mit welcher Frechheit auch, wenn man sich die Urteilsverkündigung nochmals vor Augen führt. Eine Richterin, die von einer Fangemeinde spricht, wo es um die Öffentlichkeit geht, die ein ganz wesentlicher Bestandteil eines Staates ist mit Gewaltenteilung, die einfach schnottrig ihre nicht erhobenen oder ihre abgespätterten Beweisanträge damit bescheidet, ja, sie können ja dann Anzeige erstatten, die dann einfach meine letzte Rede mit Begrifflichkeiten wie ausländerfeindlich, nur weil ich die Migrationspolitik kritisiert hatte, oder homophob, nur weil ich es als wirklich absurd bezeichnet habe, dass man einen schwul-lesbischen Kindergarten in Berlin einrichtet, in der Folge der pädophilen Politik, pädokriminellen Politik der Grünen, die sich jetzt hier aus meiner Sicht einen greifbaren Niederschlag findet, oder mich gar als menschenfeindlich zu titulieren, das in einer Urteilsverkündung, das ist schon ziemlich abgefahren. Und das sollte eigentlich uns allen zu denken geben, was hier in Deutschland möglich ist. Und wir sollten uns auch wirklich überlegen, wen wir denn so ins Richteramt reinlassen. Kommst du am Sonntag zur Demo hier nach Stammheim? Ja, aller Wahrscheinlichkeit nach, ja klar. Also hier sitzt ein politischer Gefangener, Michael Ballweg. Und es spielt keine Rolle, ob man ihn mag oder nicht, oder ob man seine Positionen mag oder nicht. Hier geht es ums Prinzip. Und da geht es darum, zu verteidigen all diejenigen, die für die Freiheit und die Rechtsstaatlichkeit und Demokratie ebenfalls eingetreten sind. Dann vielen Dank, Heinrich. Wir sehen uns. Gerne.